aus dem, was gerade da ist, sagen wir mal, sie sollten offen sein und möglicherweise wechseln. Aber sie sollten nicht zu lange Wartezeiten haben und nichts tun. Wenn sie sich natürlich speziell also durch zweiten Bildungsweg oder andere Maßnahmen noch effektiv weiterbilden können, ja, das ist auch gut. Aber also jedenfalls sich zurücklehnen und sagen, jetzt warte ich ab, davon will ich gar nichts halten. Erfolg ist etwas Naturgegebenes, oder das Streben nach Erfolg ist naturgegeben und ist bei uns, denke ich, genetisch einprogrammiert durch die ganze Evolution. Und dieses Stichwort Survival of the Fittest, Überleben des Stärksten. Und da wir die Kinder der Sieger sind, die Sieger hatten ja immer Erfolg, hat sich das genetisch verankert. So sehe ich das. Macht ergibt sich auch immer wieder im Leben. Miteinander, aber mit Macht sollte man sehr mild und vorsichtig umgehen. Popularität ist in gewissen Berufen sicher sehr wichtig, zum Beispiel für Politiker. Oder andere Leute, die in der Verwaltung stehen, Bürgermeister oder so, gut, wo ist man jetzt Politikern. Aber in anderen Bereichen, wie als Forscher in einem stillen Labor, ist das nicht so wesentlich. Natürlich aber auch eine Sache, die schwer zu bewältigen ist. Bewältigt werden muss.